Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir schon von Anfang an von Shadowlands uns erspielen können. Ich weiß, das Video kommt jetzt ein bisschen spät dazu, liegt aber vielleicht auch ein bisschen dran, dass ich ein wenig Pech mit der ganzen Geschichte hatte. Und zwar, um was für ein Mount handelt es sich? Es geht einmal um den verzauberten Rudenhirsch des Erweckers. Wo kriegen wir den her? Und zwar müssen wir einmal Nightfee sein. Und wenn wir Nightfee sind, dann brauchen wir ein spezielles Gebäude, und zwar das Konservatorium der Königin. Dieses Konservatorium der Königin müssen wir dann auf die maximale Stufe ausbauen, also auf die Stufe 5. Und dann ist es so, dass wir hier im Konservatorium der Königin einmal alle von diesen Kapseln freigespielt haben. Und wichtig wird halt, die letzte Kapsel, die wir freispielen, ist einmal hier der Wildsamen, der insgesamt 4 Verbindungen hat. Warum brauchen wir diese 4 Verbindungen? Und zwar funktioniert das für die Leute, die vielleicht jetzt hier noch nicht großartig was gemacht haben, folgendermaßen. Wir haben hier einmal Geister, die müssen in diese Kapseln eingesetzt werden, und dann haben wir einmal verschiedene Katalysatoren, und diese Katalysatoren verstärken quasi die Wildsamen. Wenn wir die Geister einpflanzen, dann entwickeln sich die halt ohne Katalysatoren innerhalb von 3 Tagen, schlüpfen dann quasi, und wir kriegen im Endeffekt Loot, so funktioniert das. Und die Katalysatoren können halt den Loot ein bisschen verstärken. Und da haben wir einmal die Temporalblätter, das sind die, quasi die grünen Katalysatoren, die verringern einfach die Zeit um einen Tag, wenn wir das hier ranbasteln. Dann haben wir hier die wilde Nachtblüte, die erhöhen einfach den Loot sowohl an Katalysatoren, die man hier nämlich auch einpflanzen kann, als auch quasi den Matt-Loot, den man rauskriegt. Also wenn man hier durch diesen Loot bekommt man oft auch Matts. Und dann hat man auch die epischen Katalysatoren, die erhöhen die Belohnungen an sich, und das sind Sachen wie Transmog, also man hat eine höhere Chance Transmog rauszuziehen, aber auch Mounts. Und für dieses Mount hier, das ist quasi die Königsdisziplin hier im Konservatorium der Königin, da brauchen wir quasi diese epischen Katalysatoren, insgesamt 4 Stück an einem Samen draus, und nur dann haben wir eine Chance, dementsprechend das Mount rauszuziehen. Was für einen Samen müssen wir einpflanzen? Wir müssen hier einen großen, ungezähmten Geist einpflanzen. Also die ungezähmten Geister brauchen wir. Da geht der blaue, das sind die großen. Oder auch die epischen, ich muss jetzt mal gucken, die heißen dann halt göttlicher, ungezähmter Geist, die gehen auch. Also wenn, dann den epischen oder den blauen, aber hier ganz wichtig, ungezähmter Geist. Also ich weiß, das ist jetzt ein Pflichtbewusst, das ist der falsche, aber so sieht, also ein epischer ist dann halt einfach, ne, lila und heißt halt göttlicher vorne dran. Diese beiden funktionieren. Wichtig ist, erst immer die Katalysatoren einpflanzen und dann den Samen raus, weil sobald man den Samen eingepflanzt hat, beziehungsweise den Geist, ist vorbei. Man muss vorher, wie ihr hier seht bei mir, die Buffs drauf haben, also 4-mal die epischen drauf und dann den einpflanzen. Ja. Das restliche Zeug hier ist relativ egal. Ich habe es immer so gemacht, dass ich alle 3 Tage komplett angepflanzt habe und aus den anderen halt die Mats mitgenommen haben, weil quasi wir nur aus dem großen, aus dem 4er-Slot das Mount rausziehen können, wenn wir Glück haben. Bei mir hat es jetzt tatsächlich 6 Monate gedauert, wo ich alle 3 Tage das angepflanzt habe, bis ich das Mount rausgekriegt hatte. Ich war wahrscheinlich sehr unlucky, aber das Ding hat eine beschissene Drop-Chance. Leider gibt es auf WoW Head keine genauen Chancen, aber ich kann euch sagen, ich habe über ein halbes Jahr das Ding gemacht und dann erst das Mount rausgezogen. Dementsprechend kommt jetzt erst der Videoguide. Vielleicht noch ein bisschen zu ergänzen, wie man jetzt das ganze Zeug hier bekommt. Und zwar, diese Samen bekommt man auf mehrere Wege. Es gibt zum Beispiel einen Weekly Quest, da muss man einfach ein bisschen Anima sammeln. Dann kann man sich hier einen Samen auswählen, dann einfach immer den großen Ungezähmten nehmen. Man kann über den Missionstisch, ne? Seht ihr, hier haben wir zum Beispiel auch gerade großer Ungezähmter, zufällig, ne? Perfektes zum Zeigen, gibt es die auch. Wenn ihr im Schlund die Daily Quests macht, habt ihr auch eine Chance, diese Samen zu kriegen, da auch tatsächlich sogar die epischen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Dann gibt es hier auch Quests, wo man, die habe ich jetzt schon gemacht gehabt, wo man die Katalysatoren bekommt. Das gibt es hier einmal, hier zum Beispiel auch nochmal eine Katalysatoren-Quest, aber ihr könnt auch hier euch Samen für die Katalysatoren kaufen. Hier im Optimalfall natürlich die
epischen, da kommen dann nämlich die epischen Dinge raus und nicht die Geister hier anpflanzen, sondern einfach das für die Samen benutzen und dann kriegt ihr nämlich hier noch mehr Katalysatoren, wenn ihr nicht genug habt. Im Normalfall, wenn ihr halbwegs aktiv mit eurem Char spielt, dann bekommt ihr eigentlich genug von diesen Katalysatoren raus, weil aus Kisten kommen die Dinger auch raus, die ihr aufmacht, aus den Berufungssachen kommen die raus. Also ihr werdet eigentlich, wenn ihr den Char aktiv spielt, zugemüllt mit dem Zeugel, auch mit den Geistern. Wenn ihr das auf einem Twink macht, der vielleicht nicht so aktiv ist, dann müsst ihr vielleicht da so Sachen tatsächlich auch mit anpflanzen. Gut, das waren jetzt die Infos, die ich euch geben kann. Kurz nochmal zusammengefasst, ihr braucht einen großen ungezähmten Geist und vorher müsst ihr halt an dem Vierer-Slot die epischen Dinge anpflanzen. So, ich würde sagen, wir lernen das jetzt einmal. Verzauberter Runenhirsch des Erweckers. Und dann würde ich sagen, gucken wir den jetzt mal an, wie der schicke Runenhirsch aussieht. Runenhirsch. Und ich habe jetzt tatsächlich alle Runenhirsche endlich zusammen. Lang genug hat es gedauert. Und das müsste er sein, genau. Verzauberter Runenhirsch des Erweckers. Ja, der ist jetzt halt von der Farbgebung auch nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar nicht mal mein Favorite. Dieses Grün, also die Runenhirsche sehen an sich nice aus. Da kann man nichts sagen. Ne? Das wird echt schön Design. Es gibt aber von der Farbgebung andere, die ich tatsächlich noch ein bisschen schöner finde. Ich habe zu allen den Mounts tatsächlich ja auch schon Videos gemacht. Ich glaube, das war der, den ich noch besser fand, oder? Ja, ich glaube, den roten fand ich am besten. Der hier rotes Fell vorne hat, sieht fast aus wie Blätter, ne? Den fand ich noch ein bisschen cooler als den grünen, weil der grüne ist, das ist alles zu grün. Das mit dem roten finde ich besser, aber wie gesagt, das ist eine persönliche Präferenz. Und ja, damit wären wir auch tatsächlich am Ende vom Video. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen mehr Glück habt beim Nachfarmen des Dings und nicht wie ich hier über ein halbes Jahr am Rumtigern seid. Und ja, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Schreibt mir gerne, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Chilla, bis dann. Ciao.